Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Stream an diesem Freitag. Und ja, auch diese Woche ist um und ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche und seid jetzt auch gut in den Freitag gestartet. Und hier geht's weiter mit Hausflipper und zwar mit dem nächsten Auftrag. Etwas endet und etwas Neues beginnt. Nicht alle können so stolz auf ihre Aussicht sein wie die Besitzer eines Klippenhauses. Lucille, eine berühmte Künstlerin, wollte sowas schon lange besitzen. Dank der dramatischen Scheidung eines Promi-Pärchens wird ihr Traum endlich wahr, da keiner der beiden nur noch eine Sekunde in diesem Haus verbringen wollte. Des einen Leid ist des anderen Freud, wie man so schön sagt. Also nehmen wir den Auftrag doch mal an. Sieht auch schon von außen recht cool aus, besonders mit dem Helikopterlandeplatz da hinten, den man da so sehen kann. Kann ich leider nicht mit der Mauszeiger irgendwie zeigen. Form, darling. Isn't it marvelous? And the location provides the best of views. So inspiring. The interiors, however, are a totally different story. It's a disaster. The stuff left by the previous owner is so banal, only cluttering the place. And all that rubbish reminding of their unfortunate parting. Just throw it away. I don't care about the past, darling. It distracts from the now. And the now should be all about me. I want it clean, spacious, basically everything it is not at this point. I even prepared a mood board so you could get what I mean. That's how invested I am. Now show me how brilliant you can be, darling. Ja, ich stell mal, wir kriegen das hin. So, halbwegs. Meine Haustiere sind auch wieder mit dabei. Zumindest meine zwei Kätzchen. Katzen, meine ich. Machen wir doch erstmal die Garage auf. Außen müssen wir nichts machen. Aber hier müssen wir wahrscheinlich so ziemlich alles verkaufen. Wobei, nein, die Regale sind wohl in Ordnung so. So. Gut. Also mehr muss ich hier in der Garage wohl nicht machen. Sehr schön. Was soll ich denn verkaufen? Mal die ganzen Poster hier im Flur. Oder Bilder, ich weiß es nicht. Also alles soll ja wohl nicht weg, ne? Aber vorhin groß gesagt, ich brauche den Scheiß nicht mehr, weil das erinnert an... diese Probleme von diesem Pärchen. Also ich glaube, es ist schneller, wenn ich es so aufräume, als wenn ich den Versuch wagen würde, noch die Kacke hier zu verkaufen. Oh. Okay, doch. Ach, die Möbel sind... irrelevant. Mhm. Der Stuhl anscheinend auch. Gut. Dann gehen wir doch erstmal durch die Gegend und verkaufen Sachen. Wahrscheinlich die komplette Küche, genau. Ach, das nicht. Also doch nicht die komplette Küche. Ist klar. Aber Wände müssen wir anders machen. Okay. Jetzt räumen wir erstmal hier im Turbogang auf. Ach ja, genau. Der Teller, der soll ja nicht verkauft werden, oder? Doch. Alles klar. Mal kurz Wischiwaschi machen. Soll das Bild auch weg? Ich finde das schön. Das habe ich auch irgendwo aufgehängt, ne? In dem einen Häuschen, was ich renoviert habe. Soll das weg? Nö. Soll das weg? Ja. Gut. Könnte man andere Lichter mal anwenden? Gut. Dann gucken wir mal, was wir hier so alles... Das sollen wir nicht verkaufen? Nö, nö.
Ah, das sollen wir nur anders gestalten. Und irgendein Poster muss weg. Ja, ich weiß nicht. Was würde ich jetzt nicht nehmen? Weiß nicht, sowas könnte doch ganz nett aussehen, oder? Das ist ein bisschen zu kahl, oder? Es kommt halt aber auch drauf an, was für ein Boden man. Vielleicht warte ich erstmal ab, bis ich weiß, was ich hier eigentlich hinstellen soll. Oder von Wand und Tapete. Was haben wir hier? Eine Abstellkammer. Hier sollen wir nichts machen. Okay. Im Bad. Nur Laminat verlegen. Und Fliesen. Ach, ich soll die kompletten Wände. Ah, okay. Zwei haben wir von denen schon. Okay, gut. Ich brauche jetzt erstmal irgendwie bin ich etwas verwirrt. Ich weiß nicht, wann das aufhört. Machen wir doch die Wand. Sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht kann man das auch anders machen. Bin irgendwie verwirrt über dieses Moment. Oh, ich wollte das doch kaufen. Wenn das nur 20. Ja, jetzt habe ich es getan, ne? Jetzt muss ich hier. Mache ich hier einfach weiter. Ich habe eine Idee, aber dafür muss ich halt den Rest noch hier machen. Quatsch, das war scheiße. Warte mal. Und zwar würde ich das hier gerne zumachen. Und dann müsste ich hier das hier und noch eine, ne? Also ich finde das genial, ne? Keine Ahnung warum, aber wenigstens müssen wir hier nicht komplett alles dann renovieren. So, hier soll noch ein Schreibtisch rein. Dann würde ich mal fast sagen, den da packe ich mal hier rüber, damit der nicht kaputt geht. Der Lichtschalter, der auch. Haben wir noch? Sonst nichts. Gut. Thank you.
Ich bin mal gespannt, was das hier eigentlich geben soll. Neuen Fähigkeitspunkt. Zerstörung. Leistung gesteigert. Ja, machen wir doch sofort. Dann wären die Wände doch schon mal weg. Ach, hier kommen sonst keine Wände mehr hin. Oder was? Haben wir den Müll? Räume? Verschneites Marmor. Da könnten wir doch eigentlich die Küche mitmachen. Sieht irgendwie blöd aus. Aber okay, gut. Wie ist die andere? Ah, sowas hier, okay. Dann machen wir das doch als nächstes. Das kann man eigentlich so lassen, oder? Denke ich. Mach ich mal zu. Ja, so kann man das definitiv lassen. So, was für eine Wand? Oder bleibt das einfach weiß? Anscheinend. Aber das sieht auch richtig kacke aus. Also ich würde tatsächlich die Treppen, weiß nicht, weiß könnte da am besten passen, oder?
So, soll ich jetzt erstmal die ganzen Sachen hier kaufen? Nee, ich glaube nicht. Guck jetzt erstmal, was ich oben machen muss. Also ich hätte die Sachen hier behalten, ne? Soll ich den Landeplatz verkaufen? Nur die Badewanne weg. Oh, wer macht denn so eine Wand? Alles verkaufen. Hier müssen wir irgendwas machen. Noch die Anschlüsse verkaufen und Verschmutzungen reinigen. Wo soll man das denn hinhängen, bitte? Einfach hier mal hin. Noch ein Seifenspender? Nur was zum Hinsetzen. Machen wir doch hier hin. Zweimal. Alles klar, dann kommt er noch auf die Seite. Yucca XXL. Okay, zweimal. Aha, hier kommt ein Atelier rein. Cool. Das ist schon cool. Auch davon zwei? Ah, okay. Holztisch kommt hier hin und noch mal eine davon. Ah, die können wir doch eigentlich auf den Tisch stellen, oder? Hier soll nichts gemacht werden, also machen wir hier die Tür zu. Hier ist auch alles fertig, Tür zu. Zu. Gegenstand kaufen. Alles klar, ein dunkles Sofa. Deckenlampe müssen wir noch verkaufen. Ach, hier soll ich jetzt wieder Laminat verlegen. Und hier soll ein Sofa rein. Soll denn das gehen? Also ich gehe mal davon aus, dass wir uns darum kümmern, dass das hier verschwindet, oder? Da hätte ich es auch beistreichen können, ne? Hat überhaupt gar keinen Sinn. Dass man nur 10 Wände damit modifiziert. Haben wir doch noch nicht alle Kindertapeten, die komplette Kindertapete bedeckt.
Also irgendwie kapiere ich das manchmal nicht. Und so gehe ich auch nicht. Mache ich das hier noch voll? Ach. Ja, dann nehme ich doch weiß. Dann nehme ich die zwei Wände weg. Ja, aber so kann man das auch wenigstens lassen. Eigentlich dachte ich, dann nehmen wir ein helles Sofa, oder nicht? Ein bisschen traurig, der Raum hier. Da sind wir auch fertig. Das heißt, wir können jetzt wieder runter. Weil wir ja hier noch nicht fertig waren. Also ich gehe mal davon aus, dass der Boden, also warum kann man denn das hier nicht einfach wegmachen? Aber ich muss den kompletten Boden. Das geht nicht. Oder will die unbedingt Marmor haben? Nee, ne? Reicht auch, wenn die Küche, wenn die Zeile schon. So sieht das doch besser aus. So, Stühle. In weiß, würde ich sagen. Mikrowelle ist ja klar, dass die hier hingekommt. Und die Kaffeemaschine kommt auf die andere Seite, dahin. Die Lichtschalter, die braucht, glaube ich, hier nicht unbedingt zwei. Die Katzen da rumschleichen, ja. Von der einen Seite zur anderen springen. So, was haben wir denn hier? Haben wir da noch zwei hin, damit diese Wandseite hier aufgelockert wird? Ich denke mal, das kann man so lassen. Davon nur eine. Wo packen wir die denn am besten mal hin? Vielleicht hier hin? Da ist ein Lichtschalter. Vielleicht packen wir mal hier einen hin. Ein Gemälde. Kommt eins, denke ich mal, an die Wand. Und das andere passt auch eigentlich noch hier hin. Sind wir hier unten auch schon fertig. Also in der Garage müssen wir ja eh nichts machen. Und hier fehlt uns noch Licht.
Es ist aber kein Licht. Davon möchte sie auch zwei haben. Ist ja alles kein Problem. Wo sollen die denn noch hin? Schreibtisch. Ja, aber Licht? Was ist denn mit Licht? Warte mal, die Couch muss woanders hin. Ja, ich weiß, dass da kein Platz ist. Dürfte ich mal hier vorbei, Couch? Also du kannst mir doch nicht sagen, dass ich hier kein Lämpel hier reinpacken soll. Also sowas geht doch nicht. Auch so ein Deckenstrahler oder nicht? Wäre doch... Ah ne. Oh, wir haben niemals Lichter gekauft, oder? Kann das sein? Da, guck mal, das ist doch... Es ist ein bisschen komisch, aber okay. Hier drin waren wir schon. Wie viel Prozent haben wir denn schon? 78. Das ist nicht viel. Habe ich denn noch? Ach, runter. Unten ist ja auch noch was. Das war's. Okay, in dem Raum zumindest. Hier ist auch kein Licht. Könnte ich jetzt erstmal eine Deckenlampe? Ah, Deckenlampe ist hier. Okay. Ja, dann nehmen wir doch den Kronleuchter, oder nicht? Wie viel mal? Einmal? Also ich hätte mal mindestens zwei davon genommen. Oder will sie noch welche? Nee, sie will nicht noch mehr. Ja, dann würde ich doch fast sowas hier nehmen, oder? Vielleicht mal mit Weiß kombiniert? Und wie viele... Wahrscheinlich muss ich dafür die komplette Wand dingsen, oder? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kaufe ich auch noch mal so ein. Das war schon alles? Okay, dann machen wir halt nur eine Wandseite. Ach so, die will ja auch noch. Ah, okay. Dann nehmen wir doch auch für hier. Hier? Beine. Ah, dann ist auch hier wieder ein bisschen mehr Licht. Ein Bett. Was nehmen wir denn für sie? Wahrscheinlich hier so eins. Würde ich jetzt einfach mal so lassen, wie es ist. Katzen. Könntet ihr mal bitte hier hinkommen? Ihr seid wieder ein bisschen am Stören. Nur so ein Minimal, ne? Warum ruckelt das denn jetzt so arg?
Warum sagt mir das eigentlich nicht, dass das irgendwann in der Wand drin ist? Muss ich das verstehen? Ansonsten ist ja alles gut, ne? Couchtisch. Was willst du hier mit einem Couchtisch? Ja, alles klar. Ein Schrank. Dann nehmen wir doch den hier in Weiß. Boah, das ruckelt hier jetzt arg schlimm, ne? Es ist jetzt gerade echt schlimm, ne? An welche Wand willst du denn bitte noch ein Gemälde haben? Hätte ich dir ein anderes Bett kaufen müssen. Aber ich kann es auch hinter dem Schrank verstecken. Oder wir könnten natürlich den Schrank hier ein bisschen seitlich packen. So. Dann könnte man das eigentlich auch hier hinpacken, ja. Eins hin. Dahin. Wo denn eigentlich noch? So, haben wir es jetzt? 89%. Hier ist ja noch ein Raum. Ach du Scheiße, was hier drin passiert. Oh, wie cool. Wenn ich mal... Irgendwo ist doch ein Lichtschalter, genau. Und freistehende Säule. Gegenstand kaufen, Entschuldigung. Nicht verkaufen. Nein, ich brauche jetzt nicht meine Fotogalerie. Packen wir doch zwei hier hin. Oder auf jeden Fall zwei in den hinteren Bereich. Eine da. Und da. 93%. Aber der Raum ist fertig. Aber hier ist noch ein Räumchen. Hat es doch jemand durchgeschafft? Könnt ihr mal bitte aufhören, das zu ignorieren, dass da die Tür zu ist? Oder ist da eine Katzenklappe mit drin? So, Gegenstand verkaufen. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach mit Weiß streichen. Ich denke mal, das wird der letzte Raum sein, ne, den ich machen müsste. Gehen wir doch wieder
Ich kann da auch so einnehmen. Lichtschalter braucht die Frau auch. Spiegel. Könnte ich jetzt erstmal vielleicht die ganzen Sachen erstmal kaufen, die sie haben möchte? Also ich finde das ein bisschen so weit. Man das nicht weiter wegräumen? Muss das unbedingt da in der Ecke? Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus, ja? So ist jetzt ein bisschen besser. Am besten Rundenspiegel. Budget ist bald aufgebraucht. Schon. Bin sowieso fertig. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, das ist mein Lieblingsraum. Sieht ja auf jeden Fall ein bisschen frischer aus, ne? Ja, von außen sieht man auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Aber das ging ja mal schnell, ne? Ich meine, gut, ich musste nicht so viel Wände streichen und manche Räume musste ich nicht komplett neu renovieren. War schon ein bisschen einfacher. Da könnte man sich ja überlegen, ob man nicht gleich nochmal auf die Karte geht. Weil da ist ja angeblich noch ein Auftrag. Jessicas fabelhafte Villa. Mr. Lockhart möchte nicht, dass seine Tochter in einem minderwertigen Wohnheim wohnt, während sie an der Uni von Moonrise Base studiert. Für seine Tochter ist nur das Beste gut genug und darum kauft er diese schöne Villa. Das einzige Problem ist der vorherige Verwendungszweck des Anwesens. Ein Restaurant ist nicht gerade heimisch. Insbesondere da der vorherige Besitzer nicht viel auf Ordnung legte. Oh ja, das klingt doch wieder nach einer Herausforderung. Von außen finde ich das richtig cool. Man könnte ein bisschen sauber machen. Ich glaube, das muss ich auch machen. Und wahrscheinlich muss ich auch Unkraut entfernen. So wie das aussieht. This old dump of a restaurant to live in. Can you imagine? I couldn't bring myself to go back to such a disgusting place. And that's why we'll only be talking on the phone today. Teehee. So just walk around the place. See what you got to work with. I have to say, though, a few pieces of furniture caught my eye during a short visit I've made. I think they're still salvageable. Oh nee, nicht schon wieder restaurieren. Is a suitable saying, I think. And I really like diamonds, obviously. Anyways, Daddy brought you here to make this place as pretty as I am. If it's even possible. Oh, I gotta go. Oh yeah.
Also, ah ja, ich wollte schon gerade sagen, so soll die Fassade aussehen. Ich hätte das hätte man abreißen müssen, ne? Manche Verschmutzungen kriegt man auch einfach nicht weg, ne? Vielleicht kann ich von oben dann irgendwas machen. Das Wasser kommt nicht bis da oben hin. Erstmal rundherum gehen und die unteren Fenster ersetzen. Das Klavier bestimmt, oder? Ja. Hab's gewusst, das Klavier definitiv einen Grund, das aufzuheben. Hier sieht es vielleicht aus. Ein toter Wollnägel. Ah, und der Kamin. So staubig hier. Aber wie viel Schmutz ist hier eigentlich? Was soll denn hier eigentlich noch weg? Achso, noch der Kronleuchter? Da ist doch noch Schmutz.
Na, was soll denn hier rein? Weiße Dings und das Marmor. Dann machen wir das doch hier am besten mal rein. Ich denn hier alles verkaufen? Ach, das da soll ich behalten. Wer will denn das? Ne, das kann die Alte selber machen. Das Restaurant. So, ich kümmere mich jetzt sowieso erstmal um die Wände, dass die hier zerstört werden. Wo ist hier denn bitte noch ein Kronleuchter? Ach, der. Eine Säule? Ah, die. Einmal. Ach so, ja, okay, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Die haben sich so gut in die Dings eingedingst, bumst. Ah, auf jeden Fall eine Schiebetür brauchen wir. Kommt die hier hin? Oder ja, wahrscheinlich wird die hier hinkommen, ne? Ah, zweimal. Das heißt, ich muss die nebeneinander packen. Manchmal. Ah, nee. Und dann soll nebendran noch mal eine sein, oder? Trotzdem ist der runtergefallen. Das nicht. Machen wir mal weiße Türen. Ja, aber welcher Boden soll denn hier hin? Wahrscheinlich dieser graue Marmor, ne? Gehen wir doch mal in die Werkstatt. Den machen wir weiß, denke ich. Mit so silbernen Füßchen. Erstmal auf Hochglanz bringen. Ja,
Also wie Möbel halt aussehen können, wenn man denen nochmal richtig Pflege gibt. Und ich wollte ja weiß machen. Natürlich muss der auch noch gepflegt werden. Hätte er nicht gleich mit in die Werkstatt gehen können? Einiges an Zeit gespart. Eis haben.
praktisch eh neue kaufen. Mal erst den Boden. Dann kann ich die ja wieder verkaufen. Ne? Komplett weiß bitte. Geht mir echt langsam auf den Sack. Wo ist hier ein Raum? Ja, komm. Tschüss. Weiß, man kann denen auch sagen, sie sollen einem halt nicht folgen, aber... Ich habe jetzt keine Lust darauf. Kann ja noch ein Esstisch rein oder was? Hört er vielleicht zu dem hier? Hört vielleicht das Klavier dann auch? Weiß gemacht, aber zeige ich mir mal aus. Komm nämlich hier rüber. Die Essecke hier rüber kann. Hab da aber auch bestimmt weiße Beine, oder? Passen jetzt besser dem Rest.
soll da ein Fernseher hin? Gut, Oshiri, du musst leider doch woanders. Vielleicht kann die auch auf den aufstehen. Natürlich 3 Kronleuchter. Vielleicht hängen die nicht auf derselben Höhe. Egal. Ah, die machen wenigstens Licht. Eine Wandlampe. Kann ich das denn alles bitte hinhängen? Und einen Schrank. Nee, eine Tür. Ach, kein Schrank. So sieht auch ein Schrank aus. Teppich. Like der. Ja, ich denke mal, das kann man so lassen. Was ist denn das? Gemälde. Das kommt natürlich in die Essecke. Ja gut, dann kommt jetzt wieder raus. Ich muss da sowieso mal rein. Tschüss. Noch nicht mal Licht. Toilettenpapierhalter, Wandlampe. Betten. Nee, Leute, so nicht. Fast sagen, hier kommt auch ein Kronleuchter rein. Einfach. Ah, siehst du mal, das bringt Licht. Ist eher wirklich nur für über den Spiegel, vielleicht so als zusätzlicher Kack. Wo sollen die überhaupt hin, die Waschbecken? Eigentlich hier hin. War ich denn schon fertig? Anscheinend. Drei Spiegel. Oh. Ich muss das hier mal benutzen. Ja, ich glaube, so ist die perfekte Höhe. Nee, ich muss noch ein bisschen. Auch ducken.
damit ich weiß, dass das auch auf der richtigen Höhe ist. So, Toilettenpapierhalter kommt natürlich hier hin. Nee, kriegen das schön hier. Wandfliesen. Das soll mit dem anderen harmonieren. Aber fast nicht. Also ich finde den Buch ein bisschen unpassend und hätte auch weiß sein können. Aber okay, fertig ist fertig. Ich dachte, ich wäre rundherum gegangen und hätte alles, alle Fenster ersetzt. Ich muss jetzt mit dem Aufräumen. Thank you.
Und hier soll keine Tür rein? Einfach so. Wieder rein. Anscheinend ist das hier die Tür. Auch wieder Marmor. Hier für den Boden rein. Er selber. Das möchte ich, möchte kein Geld auf diese Art und Weise dingsen. Okay, dann soll ich nicht verkaufen. Ah, hier soll auch der Boden rein. Trifft sich ja gut. Und hier? Der Boden. Hier eine Tür rein. Entweder du kommst rein und du bleibst draußen, aber nicht mitten in der Tür.
Ja, so rum machen müssen. So. Auch so eine Tür rein. Ach ja. Dusche rein, okay. Und ein Klo. Eigentlich will ich. Oh. Blöde. Kackte Dusche. Ach du. Ich möchte gerne in meiner eigenen Reihenfolge das aufdrehen dürfen. Jetzt fehlt nur noch. Bitte. Nein, die bleibt da. Dunk, dunk. Spiegel. Und Rollo. Wunderschön. Deckenleuchte. Wenn wir ja endlich mal Licht haben. Ein neuer Morgen. Das ist doch eine schöne Farbe.
zwei Feldern. Noch ein Fenster? Nö. Ich denke mal, so kann man das lassen. Soll hier auch noch eine Tür hin? Drei von denen hier. Und eine hier hin. Und eine dahin. Aber lieber so. Schaut total toll aus. Nein. So, hier waren wir fertig. Boden haben wir, weiß haben wir aber noch nicht gestrichen. Der Farbroller muss ja auch mal verbessert werden. Aber der hat, glaube ich, keine Stufen mehr. Das merkt man. Ja. Ich bitte den Farbeimer verkaufen, danke. Ah, hier soll eine Küche rein. Ah ja, kein Wunder, wenn hier die Abstell. Ach so, hier drin waren wir eben noch nicht fertig, ne? Das ist das Gästezimmer, das Bettgrille. Ah, hier soll auch dein neuer Morgen rein. Ja, das habe ich nicht gewusst, sonst hätte ich den alten Farbeimer. Vielleicht für Küchenhilfe oder so, also so Butler, so wie in Sims. Den musste ich ja auch einen Bereich zum Schlafen gehen einrichten. Wird bestimmt auch sowas dann sein. Ich will doch nicht selber ihr Geschirr spülen. Oder die Bude hier sauber machen.
Na, was ist denn das für ein Bett? Oh ja, wirklich das Allernötigste nur. Jetzt wenigstens was Harmonisches, ne? Das geht hier nicht hinten dran. Och Mann, Katzen. Im engsten Feld hier. Kommode. Dann hier hin. Ja, ne? Und noch eine schöne Deckenlampe. Wenigstens kriegt man hier auch Licht, dass man was sehen kann. Aber bloß keine Deko hier rein. Was soll sich ja keiner wohlfühlen? Tja. Mann, Leute, was macht ihr denn? Okay, hier war ich fertig. So, jetzt sind wir aber hier fertig, oder? Kann ich mit der Küche anfangen? Natürlich wieder weiß. Ich finde weiß immer ganz nett. Oh, Scheiße, wo soll ich das hin? Und noch was. Ja, glaube ich, das hier genommen, oder? Ja, so hätte ich auch gerne meine Küche gehabt. Ding kommt eher hier an die Wand. Dann mache ich einfach. Ja, auch so eine Küche haben. Ist doch blöd mitten im. Er lenkt sich eigentlich so ein Kumpels aus, oder? Warte mal. Und noch ein Kühlschrank, ja, toll. Wo soll ich den denn noch hinstellen? Für jede Schublade kann ich das selber aussuchen. Ist ja schick. Ah, klar. Das ist total geil. Weißt du, mit drei Türen kannst du hier ein. Ja. Okay, gut, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Dass wir alles unterkriegen. Hier kommt der Kühlschrank hin. Immer das ist der beste Platz.
Ich habe schon mit weiß gestrichen, ne? Ich dachte, vielleicht kommt ja noch was Besseres hin. Weil was ist das eigentlich? Schreibtisch für die Küche? Ah, da kommen dann die. Kommen die dann so rum rein? Ja, ne? Andersrum wäre ja ein bisschen scheiße. So, ich denke mal, wir werden den Eckkack hier reinpacken. Vielleicht so, dass es platzsparend ist. Genau so. Vielleicht könnte man den. Ja, ist zu breit, oder? Den doch dahin in den Kühlschrank. Wenn auch hier so eine hängende. Also, das sieht ja schwer danach aus, als ob das über dem Herd sein müsste, ne? Ja. Ach, unmöglich, oder? Halt. Der Scheiß dahin. Oh, nein. Und du gehst erstmal da drüben hin. Kann da auch mal dabei chillen. Oh, guck mal, die gehen sogar da unten runter. Wie praktisch. Das ist ja mal geil. Ja, mal das geht so. Haben wir noch einen. Warum hat das jetzt so eine komische Lücke? Dass man sich beim Spülen nicht den Kopf anrennt. Jetzt fehlt ja im Prinzip nur noch das, was hier draußen steht. Aber wo packen wir den Scheiß jetzt? Mitten rein wahrscheinlich. So, weiß nicht. Na ja, kommt her. Ja, fein. Ja, komm, mit dem Arsch noch. Tschüss. Alle Türen zu, dass sie irgendwo dann doch noch ihren Weg finden hier rein. Ja, ich denke mal. Ja, die Spülmaschine kann man zwar da nicht aufmachen. Ah, doch. Ja. Und hier, die können dann da sitzen. Da mitten im. Ach, hallo. Ja, hab ich's doch geahnt. Wo ist die? Wären hier reingedings, wenn die Tür offen geblieben wäre. Und jetzt kann man aber alle Türen auch wieder aufmachen. Noch ein bisschen Zeit. Wie viel Prozent haben wir denn schon? Ach, nö. Okay, ich habe noch nicht mal annähernd irgendwie was an Prozent erreicht. Ändern. Sollten wir vielleicht gleich machen. Am besten hell. Oder vielleicht dunkel. Ja, doch in dem Braun, ne? Mal das helle Sofa bitte zum Mitnehmen. Weiß nicht, das eine könnte man ja hier drunter packen, oder? Da
Man kann sich dann jemand da drunter setzen, wenn... Nee. Ein. Und vielleicht hier dazu. Nur ein Couchtisch, dann müssen die anderen halt sehen, wo sie ihre Tassen hinstellen. Warte. Verkaufe ich nochmal. Weil dann packe ich den einfach hier mit dazu, auch wenn sie den nicht haben will. Den zweiten eigentlich. Man kann die anderen da doch nicht einfach so im Dings hängen lassen. Wie viel? Nur einen. Aber dafür gibt es ja Wandlampen. Guck mal, ihr kriegt auch ein bisschen Licht. Oh, okay. Vielleicht nicht allzu viel Licht. Weil wir hier vorne dann noch ein bisschen Licht brauchen. Beistelltisch. Ach, das hätten die ja haben können. Naja. Bilder. Ja, sieht doch in Ordnung aus. Hier müssen wir mit entweder blasses Rosa. Ach, wir fangen jetzt erstmal mit dem Boden an noch. Ach, wird ja das Fitness. Studio. Ich denke mal, da der Rest ja ziemlich weiß ist, würde ich vielleicht hier den Raum einfach in Rosa streichen. Vielleicht auch nicht komplett, da wird man ja wahnsinnig. Ja. Ich glaube, so ein bisschen wird man wahnsinnig. Aber bestimmt noch genug Farbe drin. Muss ja auch immer alles doppelt und dreifach streichen. Noch nichts vergessen? Nee, ja. Die eine Seite da. Naja, ich halt scheiß drauf. Da soll hier alles rein. Ah, Spiegel. Ja, das ist der einzigste.
Jedes Pastellregal. Ja, aber so wie der mir das eben angeboten hat, hinzuhängen, hätte es gar keinen größeren Sinn gemacht. Gymnastikbälle. Am besten die ganz große Variante. Vielleicht einen kleinen und einen groß vielleicht. Damit Pferde damit auch spielen können. Halogenlampe. Überall. Wieso können hier denn keine Kronleuchter sein? Wo müssen wir denn hier unten? Ach nee, da ist eine Steckdose. Ich dachte. Da ist sie doch. Ja, der eine Strahler ist. Ja, warum braucht man in der Mitte schon Licht, ne? Nö, braucht man nicht. Eine Hantel. Ah, noch eine Hantel. Eine Tür. Ach, eine Tür. Aber in dunkel. Warum? Den Rest habe ich weiß gemacht. Warum muss die Tür denn jetzt... Naja. Schön immer vor den Spiegel. Warum brauchst du denn noch so ein? Ach, da ist ein Stepper. Ah doch, der könnte eigentlich hier... Vielleicht nicht zu dicht an dem Regal. Da. Ja, würde ich auch so nehmen, den Raum. Ich glaube, die unterste Etage... ...wäre tatsächlich geschafft. Aus. Ja, ich glaube. Fenster. Das, was noch verkauft werden muss. Ja, ich dachte, ich soll die Vorhänge verkaufen, also... Kann ich nämlich beim nächsten Mal einfach mit der Renovierung mal an nicht die Treppe runter direkt anfangen. Ach, das da willst du behalten. Ja, aber das da können wir doch verkaufen, oder nicht? Schwarze Tür, zweimal, ne? Warum auch eigentlich nicht weiß, ne? Also weiß wäre ja viel zu passend zu den Fenstern. Nicht hier irgendwie was sauber machen schon? So machen wir. Da drin war ich schon. Setzen, ersetzen. Ich hab gesagt, ersetzen. Nein, das brauche ich ja nicht mehr verkaufen. Ja, noch einiges zu tun.
Vorhang kommt später. Okay, dann machen wir jetzt erstmal sauber. Außen ist auch noch was sauber zu machen. Nicht. Auch von außen gucken, wenn ich da dran komme. Wie soll ich auch Wände irgendwie machen? Oder nee, einziehen? Grün ist ja eigentlich, was ich hin. Ja, genau. Und hier muss ich einreißen. Hab ja auch 5 Minuten später angefangen. Was war das für ein Geräusch? Ah ja, müssen wir jetzt. Immer. So viel Wand wollen die da jetzt auch nicht haben. Dahin glaube ich, ja. Gott. Von der Seite besser sehen. Warte mal. Ach, soll das noch? Warum bist du denn jetzt rot? Ach, da soll eine. Noch eine? Alles klar. Restaurieren nie. Er ist wieder von außen. Muss ich den auch verkaufen? Nee. Bin ich vorbei. Ja, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich draußen. Irgendwie an diese bescheuerten. Muss ich das Unkraut wirklich auch wegtun? Nö, ne? Nur die Verschmutzung. Aber ich müsste eigentlich da oben hin. Komm gerade nicht ein. Gerüst. Großes, genau. Ich muss ja bis. Halt dich doch fest.
frisch denn auch? Ah, hier auf dem Boden noch. Ich mach da auch sauber, was? Oder ist jetzt noch. Ja, ich sehe es. Kann ich. Dahin. Für Kackeiern. 1%. Warte mal. Was denn der 1%? Hier. Nee, ich kaufe ein neues. Ich laufe jetzt nicht. Davor und schleppt das große Dings hier hin. Ja, das war der 1%. Sehr schön. Warte. Hier hoch. Kann ich bitte. Na, aber das kann ich ja dann wieder verkaufen. Und ja, ich würde mal fast sagen, hier mache ich jetzt einen Cut. Cutten. Höre ich jetzt auf. Das wollte ich damit sagen. Und ja, heute Nachmittag geht's in unsere Taverne. Da müssen wir ja schließlich auch noch renovieren. Oder zumindest die Materialien zusammenkriegen für zum Renovieren. Und wer noch andere Dinge sehen möchte, oder die bisherigen Streams von House Flipper oder auch die anderen bisherigen Streams. Der sollte mal auf unseren YouTube-Kanal vorbeischauen. Da kann man nämlich das alles nachgucken. Auf youtube.com/Kellebrof. Ja, genau. Ja. Wer wissen will, wann und was wir genau streamen, der guckt auf unseren Streamplan auf Twitch. Der ist immer auf dem aktuellsten Stand. Oder man kann auch auf Twitter folgen. Noch. @Kelleproof. Da geben wir nämlich solche Dinge auch bekannt. Außerdem ist da unser Streamplan angeheftet. Und ja, ich glaube, das war's soweit, ne? Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitagvormittag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.